Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sin. In der letzten Folge waren wir, ja, beziehungsweise wir sind ja gerade immer noch in einem Internetcafé. Sehr, sehr schöne Sache hier. Letzten Endes kann ich hier nochmal mit so einem Gerüchte-Fuzzi reden und potenziell den Laden verändern. Der hat sich hingestellt und gesagt, dass wir alle Teil eines unterbewussten Kollektivismus sind, welches mich dann wieder dazu animiert hat, über Kollektivismus zu reden. Hier vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, quasi schon fast ein Zitat. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin, Mensch. Stellt euch vor, der Staat will etwas von euch und keiner tut's, Mensch. Was glaubt ihr, was passieren wird? Richtig. Sie können es nicht durchringen. Hust, hust, hust. Stichwort GEZ. Hust, hust, hust. Aber okay, so, wir sind jetzt hier fertig erobert. Ja, ich kann halt den Laden, die Läden irgendwie verändern, aber das klang jetzt nicht so gut, oder? Ware mittelmäßig, Preise okay, Verkaufspreise nicht so gut. Also das wären jetzt nicht Gerüchte, die ich unbedingt reinbämsen möchte. Und was ist hier eigentlich? Haoba Fire Station. Das ist dann hier. Aha, aha, aha. Feuerwehr. In our bound to happen. Also wenn Leute, sehr, sehr viele Leute an einem Ort sind, kann es schon mal passieren, dass Unfälle passieren. Aber es ist noch schlimmer, wenn ein halbes Konzert, ne, wenn eine ganze Konzerthalle voller crazy Fans ist. Wir müssen wirklich auf das Schlimmste vorbereitet sein. Das erinnert mich irgendwie an die Love Parade tatsächlich. Da war doch, das war das nicht irgendwie 2010? Da soll ja auch ziemlich viel abgegangen sein, ne? Listen up, hört mal alle zu. Das ist unser neuer Feuerwehr-Sicherheitsslogan. If you spot the pyromaniac, also wenn du jemand, wenn du einen Brandstifter siehst, dann tipp 110 ein. Komm schon, sag es mit mir. Was ist denn das für ein komischer Slogan? Müsste das nicht irgendwie mehr Charme oder sowas haben? Ja, wenn du einen Brandstifter siehst, einen Pyromaniac, einen Feuerfan oder sowas. Komm schon, Yuki, mach mit. Nee, warte mal, Maya, hör auf. Du machst, bringst mich in Verlegenheit. Wenn a lot of people, einen Moment. Ja, mit dem haben wir, glaube ich, eben geredet. Lul. Ja, ist okay. So, dann er hier noch. Alright. Ich bin gewillt, dir mein Autogramm als jemanden zu geben, der ja bald auch ein Star sein wird. Hast du ein Stück Papier oder möchtest du, dass ich es auf deinen Rücken schreibe? Warum gibt es jetzt gerade die Desaster? Desaster aller. Der Desaster-Alarm ist abgetreten? Also gibt es gerade irgendwie Chaos? Oder meint er das Konzert quasi? Ich mag auch diese Teenie-Popstars. Ach so. Also er hat gerade zu tun und ihr wollt eigentlich aufs Konzert gehen. Ja, wer würde sich denn nicht so eine Chance entgehen lassen, Mann? Ich fühle mich so verstört, aufgelöst. Er ist außer sich, dass er nicht mit auf dieses Konzert gehen kann. Den heißen Jugendlichen oder den Rock schauen kann. Ja, Mensch. Mit euch hatte ich geredet, oder? Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. So haben wir es jetzt. Aoba Street, Kismet Publishing, Sumaru, Aoba Park. Ich glaube, wir waren noch nicht im Moment. Wo sollte das Konzert nochmal stattfinden? Was ist das hier? Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Was ist los mit ihr? Ihre Ohren glühen ja richtig. Das ist Kismet Publishing. Ach so, hier arbeite ich. Yep. Coolest ist, wurde hier gemacht. Among the others, it's pretty cool. Das, im Gegensatz zu anderen ziemlich cool, oder? Also dieser Typ da drüben ist Fuji. Er ist ein freiberuflicher Fotograf. Yuki war sein ihr Assistent. Yuki hat ihm assistiert. Der war quasi auch ihr Mentor. Ah, verstehe. Fuji ist mehr als Yukis
angestellter Employer. For Yuki's more than just... Moment, wer war jetzt für wen der Mentor? He's also a teacher to her. Ist nicht nur Angestellter. Moment. Ja, ja, okay. Also er ist nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch ein Lehrer für sie. Deswegen verhält Yuki sich immer so. Ziemlich komisch, ha? Irgendwie werde ich gerade leicht eifersüchtig, weil ich mit dem Protagonisten sympathisiere aus Persona 1. Dann wiederum, er hat ja eigentlich Maki gewählt und ich bin eigentlich mit dieser Entscheidung ganz zufrieden. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich würde sie doch am liebsten alle haben wollen. Oh Gott, schau's dir an. Suho, ich sollte euch beiden vorstellen, oder? Das ist mein Boss Fuji. Er ist ein freiberuflicher Fotograf. Warum ich so errötete? Ich errötete überhaupt nicht. Nein, hahaha. Oh Gott, Alter. Dich so zu sehen, ne? Gott, sieht dir aus. Also, du bist du. Ich habe von Yuki gehört. Yuki und Maki haben mir von dir erzählt. So. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, oder? Ich bin Shunsuke Fuji. Pass auf die beiden für mich auf, okay? Take care of those. Maki? Der ist doch Maya. Maki ist doch gar nicht hier. Yukino ist Boss, freiberuflicher Fotograf. Er ist für gewöhnlich ungepflegt. Aber wenn er gerade in einem Job ist, dann wird er zu einer komplett anderen Person. Ja, verstehe ich. Das ist so. So mache ich das auch gerne mal. So, also wenn ich nur zu Hause bin, einfach mal eine Woche lang nicht rasieren. Und wenn ich dann meine Zeitung verteile, dann mache ich mich vorher schick. Warum auch immer, obwohl das eigentlich kompletter Schwachsinn ist, weil ich eigentlich nur die Zeitung verteile. Aber ja, ich finde das in Ordnung, ne? Also wenn du so für dich ganz alleine bist, wenn du jetzt keinen Besuch erwartest oder so, nicht viel mit Menschen zu tun hast. Also, das klingt wieder ein bisschen abgedreht. Also, selbst wenn du jetzt, sag ich mal, einfach eine Woche Urlaub hast oder so, musst nicht zur Arbeit und du hast dann keinen Termin, du triffst keine Freunde oder so, ja klar, da muss man auch jetzt, sag ich mal, nicht jeden Tag duschen gehen oder so. Also, wen juckt's? Mal ganz ehrlich. Ja. Also, von daher. Also, du bist genauso gentlemanhaftig toll, wie sie gesagt haben. Machst du mich gerade an? Du hast das gewisse Aussehen. Ach so, ich würde gerne Fotos von dir machen. Wenn das okay ist. Ja, hier so ein bisschen Geld. Wobei, ich würde eher gerne mit Tarotkarten bezahlt worden werden. Werden würden. Was geht hier ab beim Snackautomaten? Hast du über die Maskerade gehört? Allein der Name gibt mir schon das Gruseln. Nun, das Einzige, was ich machen kann, ist... was ich gerade weiß, ist ihr Name. Scheint eine geheime Organisation zu sein. Wie die... Oh, die Freimaurer! Oh mein Gott! Ach, ist das herrlich, da geht mir ja das Herz auf. Hier wird von den Freimaurern geredet. Es muss... Irgendwas mit Bürgermeistern? Major Scoop? Whatever? Bürgermeister Scoop sein? Heißt der Bürgermeister Scoop? Whatever in the case, I wonder who I can ask for. Ich frag mich, wie ich mehr Informationen beschaffen kann, von wem. Die Freimaurer. Die guten Freimaurer, Alter. Puh. Also was die Freimaurer angeht, weiß ich zumindest, dass die echt sind. Aber man muss ja da ja klar sagen, dass... jetzt geht's wieder los, Leute. Das war's mit dieser Folge. Also es ist ja, man kennt ja vielleicht so aus Verschwörungstheoretikern, Dingsi Bumsis. Und wobei, wir hatten damals in der Grundschule, haben sie uns das Essen mit einer Essenspyramide erklärt. Und im Grunde ist es ja so wie mit den Freimaurern. Also es gibt ja mehrere Etagen. Also so jemand wie sag ich mal, Sido oder Hitler oder Merkel, das sind schon die Hochrangigeren. Also war im Sinne von Hitler ist ja schon tot. Das sind so die hochrangigeren Freimaurer. Vielleicht so in der Mittelschicht oder so. Aber es gibt natürlich auch diese ganz unteren Schichten. Die haben quasi gar nichts zu sagen. Also man kann sich das wie so ein Nähclub vorstellen. Du hast halt deinen Nähclub und da passiert nicht wirklich viel. Also nur weil jemand sagt, dass er Freimaurer ist, muss das nicht gleich heißen, dass er...
dass er zur Elite gehört, sondern du hast dann deinen Nähclub und darüber hast du vielleicht deinen Polizeiclub und dann hast du deinen Pizzaverein. Und irgendwann in der 30. Etage hast du dann mal so ein Sido, der minimal was weiß, dann zwei, drei Etagen drüber hast du die Merkel, die mehr weiß, und dann hast du eine Etage drüber vielleicht den Hitler. Und dann gibt's aber noch 30.000 Etagen darüber, also nicht jeder weiß wirklich alles. Oder ansatzweise etwas. Es sei denn, du bist natürlich an der Spitze der Pyramide. Von daher nicht falsch verstehen, falls ich mich da schon mal irgendwie so komisch geäußert habe oder so. Nur weil jemand Freimaurer ist, muss es noch nicht irgendwie heißen, dass der, also wenn mir jetzt jemand von meinen Nachbarn sagen würde, hey, ich bin Freimaurer, ja, keine Ahnung, dann kann es auch sein, dass er irgendwie, dass das ein Kaffeeklatsch ist oder so. Also es muss noch nicht viel heißen, aber da ging mir jetzt richtig das Herz auf, dass da mal drüber gesprochen wurde. Willkommen. Ja, ach so, du sagst gar nicht mehr. Die ist gar nicht echt. Oh, guck mal, eine schöne Drehtür. Seid ihr auch schon mal gegen eine Drehtür gelaufen? Ich glaube, ich ja. Ist aber, denke ich mal, schon eine Weile her. Ja, das war keine echte Person. Das war nur da hat man einfach so eine Kassette reingemacht. Vielleicht auch ein MK-Ultra-Opfer. Sie hat man so ausgeweidet und dann hat man ihr einfach so eine Kassette eingepflanzt, hat so einen Lautsprecher an ihrem Mund gemacht und seit Jahren sagt sie, ja, willkommen, falsche Taste. Ja, kann man eigentlich hier Dreieck drücken? Ja, dann passiert halt das. Genau, der Park. Ist das denn der Ort, wo ich hin muss? Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Park der beste Ort ist. So oder so wäre es Sumaru TV oder wäre das in dem Moment, war ich da drinne? Jetzt habe ich gerade ein leichtes Blackoutchen. Nee, aber hier waren wir auch noch nicht drinne. Mensch, fast übersehen. Aha, diese Ausstrahlung, die dieser Mann da hat, ähnelt Aikachi. Aus vielerlei Gründen. Es scheint so, als könnten sie Freunde sein. Eher so, ja, du zappelst auch so komisch. Oh Gott, vielleicht der Bruder. Bist du nicht zu? Was denkst du von ihr? Yukino ist ein ziemlich gruseliges Mädchen, ja? Ich bin aber auch nicht anders, weißt du? Hey! Wer hat dich denn gefragt? Nun, entschuldige mal. Can't a guy just try to make... Ja, kann ich nicht mehr irgendwie meinen Lebensunterhalt hier verdienen? Übrigens, ich bin Uesuki. Du kannst mich Brown... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nicht irgendjemand. Ja klar, jetzt wo du sagst, das ist der fucking Brown, den ich bei Persona 1 PSP dabei hatte. Oh mein Gott. Ja, der... Oh Gott, die Flashbacks. Ja. Du kannst mich Brown, ja. Den Spitznamen, den er wohl mal gekriegt hat, weil er irgendwie in der Grundschule sich in die Hosen geschissen hat oder so. Das war die Geschichte. Oh mein Gott, Leute. Mit dem habe ich ja gar nicht mehr gerechnet, ne? Ja, dann fehlt eigentlich nur noch Nanjo und Ayase. Ich dachte so, ja, okay, wenn sie hier mal Yukino einbauen und Maki, okay, aber die bringt... Also, dann bestehe ich jetzt auch darauf, die beiden dann noch zu sehen, okay? Ja, Hideo Ozeki, he's a friend, er ist ein Freund von Yukino, die beide plötzlich populär geworden sind. Also er ist eine populäre Fernsehpersönlichkeit geworden. Er ist dafür bekannt, Witze über alte Männer zu reißen. Er ist dafür bekannt, dass er alte Witze macht, die normalerweise... Also, dass er Witze macht, die normalerweise ein alter Mann machen würde, Gott verdammt. Seine Persona ist in der Highschool erwacht. Ist das so? Ihr habt also auch Philemon getroffen? Versucht ihr, das seltsame Zeug herauszufinden, was in der Stadt abgeht? Gebt euer Bestes, aber lasst euch nicht killen. Ich mach dasselbe. Ich würde dasselbe machen, oder was? Ja, das ist so das Ding. Ihr müsstet da theoretisch eigentlich auch mitmachen, oder? Ihr kennt euch doch aus. Ui, wer bist du denn? Oh, was ist... Möchtest du mein Autogramm haben oder sowas? Hm, ich bin weltberühmt, ich bin Junko Kuroso. Dich hatte ich doch schon mal irgendwie gehört. Sie sagen, dass ich sogar die große Norma Jean übertroffen habe, wer auch immer das ist. Schauspielerin.
die irgendwie in einer Sache verwickelt ist, die vor 10 Jahren passiert ist. Business-Skandal oder was? Nee, Moment, ich lese Bullshit. Also sie ist in dieses Massenmedia-Phänomen jetzt seit über 10 Jahren da irgendwie da drin verstrickt. Also quasi in dem Boom oder was? Sie hat Erfahrungen. Experience a rebirth from a scandal-filled past. Also sie hat ein skandalöses Leben und ist quasi wiedergeboren. Also dann hatte ich doch recht. Ja, man muss halt immer zu Ende lesen. Also da war ein Skandal, aber alles ist gut und so weiter. Keiner redet mehr drüber. Und ihre Schönheit ist unverändert. Verschwinde hier. Was für ein aufwendiges Papier hast du hier? Du möchtest mein Autogramm haben, oder? Ich bin beschäftigt, verstehst du? I could give you a ton of money as we're standing here talking and think nothing of it. You know you should be honored. I could give you a ton of money as you were standing here. Ich könnte dir einfach mal so einen Haufen Geld geben. Einfach so, weißt du? Solltest dich geehrt fühlen oder was? Oder ist sie so krass, dass alles, was sie tut, selbst wenn sie da dumm steht, auch einfach mit allem Geld verdienen könnte? Okay. Hatte ich mit dir eigentlich schon geredet? Ha? Ja, also diese Ausstrahlung, die ich da von ihm gespürt habe, ich schätze, es gibt mehr Leute, die eine Persona benutzen kann, als ich dachte. Ja, also die beiden wären auch ein krasses Team gewesen, glaube ich. Entweder hätten sie sich super verstanden oder nicht. Ja, es wäre so eine gewisse Rivalität gewesen. Die hätten sich, glaube ich, sehr gut verstanden. Was ist los? They forbidden all photographs at that little concert. Also Fotos kann man nicht machen bei diesem Konzert. Ich habe niemals zuvor davon gehört, dass man da, dass sowas möglich sein könnte. Okay, Doki, Leute, dann würde ich mal sagen, was das heute mit Let's Play Episode 2 Innocent Sin? Wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir wirklich alles haben. Mit denen hatte ich doch bestimmt schon geredet, oder? Oh ja. Ja, wie gesagt, ich möchte das Geld erstmal noch ein bisschen behalten. Outdoor Stadium. Ja, da sieht man ja auch, in diesem Park ist dieses Outdoor. Das wird wahrscheinlich der Ort sein, wo wir hin müssen. Ja, von daher würde ich mal sagen, speichern wir hier nochmal und gehen Duan mal schätzungsweise wieder in Richtung Story Action. Mal schauen, ob es jetzt eine Dungeon ist oder nicht. Je nachdem werde ich dann nochmal irgendwie schauen. Also, wobei, ja, es, ich weiß auch nicht. Wir sind ja eigentlich waffentechnisch up to date. Gegessen haben wir auch. Wie gesagt, ich könnte jetzt Läden verändern, aber das klang nicht so wirklich so, als hätte ich was davon. Von daher. Und man kann ja nicht auch hoffen, nicht wirklich hoffen, dass sich andere Läden aktualisiert haben. Gottverdammt, ich rede zu schnell, ich verschlucke Wörter. Von daher. So wäre das jetzt Persona 3 und aufwärts, dann hätte man ja immer seinen einen Laden und die Sachen würden immer aktualisiert werden. Aber das ist ja hier nicht so. Du kriegst ja nicht wirklich neue Gegenstände, ne? Was mir ein wenig Sorgen bereitet. Aber bis jetzt haben wir immer neue Distrikte gekriegt, also von daher, vielleicht kommt er ja auch demnächst noch ein neuer, wo wir dann wieder Sachen kaufen können. Mal schauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.